brauchen wir nicht. Ich darf hier sowieso schon kein Pokémon mehr fangen, also ist es auch das Ganze auch nicht unbedingt relevant. So, dann Yuki, du fliegst mich jetzt mal zurück nach Island 1. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz ins Pokémon Center. So, der ganze optionale Part hier auf der Insel ist erledigt. Auch nicht mal zurück nach Kanto. Geht eigentlich hier in diesem Pokémon Center der PC? Nö. Geht hier auch nicht. So. Hier müssen wir rein. Jetzt müssen wir sowieso erstmal nach Eiland 3. Zerschneider habe ich jetzt auch nicht dabei, weil ich die Aki nicht dabei haben darf. Das Spiel lässt mich die Aki nicht mitnehmen. Goldgräber. Jetzt darf ich die Motorradgang kaputt machen. Die haben hauptsächlich Gift-Pokémon, also ist Nür vorne auch gar nicht verkehrt. Bikerschläger. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht sein echter Name ist. Ein Slimer. Definitiv nicht ihre echten Namen. Ein Level 38 Smogon. Wie niedlich. Wie viel von denen gibt es hier eigentlich noch? Bis ich endlich mal ihren Boss verprügeln darf.
Ihr habt doch eh alle keine Chance. Endlich darf ich am Boss verprügeln. Glatzkopf Paul. Ja, der zumindest mal ein Smogmog. Ändert aber trotzdem nichts am Ergebnis. Das wird ein One-Hit. Oh. Okay, dann halt ein Two-Hit. Habe ich das Ding doch ein bisschen unterschätzt. Okay, einen Slimog werde ich mit einem Surfer nicht one-hitten können, aber das wird auch ein ziemlich sicherer Two-Hit. Im Endeffekt hat der Smogmog jetzt auch gar nichts gemacht. Also das eine Schlammbad da habe ich ja schon wieder gegengeheilt. Ein Säurepanzer. Interessant. Bringt dir nur gar nichts, wenn ich speziell angreife. So, dann haben wir die erledigt. Überall Zerschneiderbäume und ich kann sie nicht ummähen, weil die, weil Dirkie nicht da ist. Ich darf ja hier jetzt auch wieder ein Pokémon fangen, falls es hier irgendwas gibt, was ich noch nicht habe. Taubsi hatte ich schon. Bis es mir ein böses Dodri kaputt gemacht hat. Zwei Pipi. So. Es sind ja hier noch Normal-Pokémon. Da kann man so wunderschön mit Durchbruch noch draufhauen. Wäre ja in Gen 6 schon nicht effektiv gewesen. Beide Verteidigungswerte. Na gut, soll er ruhig machen. Mit so wenig KP interessiert mich das nicht mehr. Ein Ultrigaria. Ja gut, ich habe meinen Dirky schon. Der ist schon in Sarzenia. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier nichts mehr fangen kann, was ich nicht schon hätte. Mauzi habe ich auch schon eins. Hier kommen jetzt die ganzen Pflanzen-Pokémon. Ein Bisasam.
Und noch ein Bisa-Knosp. Auch wenn ich Bisa-Knosp immer noch als eins, ist meiner Meinung nach immer noch als der coolsten Pokémon, die es gibt, mag ich viel lieber als Bisa-Flor. Deswegen habe ich ja auch ein Competitive Bisa-Knosp. Scary versucht Feuerwirbel zu lernen. Naja. Ist hier leider noch so verdammt schwach. Lohnt sich nicht. So, musste ganz kurz husten. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Plancha Alexis mit einem Sterndu. Level 34, das sollten wir bei 10 Level Höhe eigentlich schön gewonnen hätten kriegen mit einem Schaufler. Auch wenn das Ding Blubstrahl kann, hui. Noch ein Stern, du. Probieren wir mal, ob eine Stärke ausreicht. Sterndu ist jetzt auch nicht unbedingt das allerstärkste Pokémon. Ein Krabi. Ja gut, von dem habe ich jetzt nicht wirklich so viel zu befürchten. Das Ding hat einen ziemlich beschissenen Spezialangriff. Hat zwar eine gute Def, aber von physischen Attacken muss ich mich ja mit Kenji nicht wirklich in Acht nehmen. Der hält da ja einiges aus. Das senkte meine Init und ist trotzdem noch langsamer als ich. Na gut. Kenji ist ja das schnellste Sandama ever. Also das schnellste Sandama, das ich hier in einem Playthrough gehabt habe, sagen wir es mal so. Ich gehe mal davon aus, dass mein CP Sandama noch ein bisschen schneller ist. Ich könnte das ja eigentlich mal nachschauen. Ich habe mein DS hier nebenbei offen. Schauen wir doch einfach mal nach. Muss ich bloß mein Sandama schnell suchen? Das ist hier. Ja, mein Sandama ist Level 56 und hat 124 Init. Das hier ist Level 44 und hat 99. Ja, die nehmen sich nicht viel. Wenn man das ein bisschen hochrechnet aufs Level. Plancha Marina mit einem Quapsel. AKA die Verstärkung. Und wer den jetzt kapiert hat, der kriegt zwei Internet-Cookies. Quaputzi. Da holen wir doch einfach mal unseren Laprisu rein. Und noch ein Quapsel. Ja, bleiben wir gleich drin.
Wenn Lapriso ein bisschen überlevelt ist, schadet das nicht wirklich viel. Nächste Arena ist schließlich Boden. Kann man ein starkes Wasser-Pokémon brauchen. Die hat dann, glaube ich, wieder Pflanzen-Pokémon, aber... Einfach mal schauen. Auswechseln können wir zur Not immer noch. Ein Knuffenser. Gut, Knuffenser hält halt echt gar nichts aus. Also es sollte eine Stärke da ausreichen. 666 Erfahrungspunkte. Oha. Kanchan braucht auch noch ein bisschen was bis Level 45. Ja, der ist erst knapp über dem Level drüber. Zumindest schon mal fast auf Level 45. Dann geht's jetzt in den Bärenforst. Hier dürfen wir auch noch was fangen. Eine Himbeere. Ja. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Knuffenser haben wir schon. Aber wenn wir schon hier sind, ich bin kurz vom Level up, dann können wir den mal schnell verkloppen. Plus 3 auf Angriff, Verteidigung, Init und KP. Die Init ist jetzt auch über 100 bei ihm. Das Ding muss einen verdammt guten Init-DV-Wert haben. Ich würde es echt mal interessieren, wie bei dem die DV-Werte aussehen. Aber ich meine, der hat Init extrem hoch. Das haben wir auch schon. Schau bloß immer, ob ich hier ein paar Bären mitnehmen kann. Das ist auch keine. Ein Tauboga. Ja, haben wir auch schon. Wenn es ein Taubos gewesen wäre, hätte ich es fangen dürfen. Ich glaube, mehr als Ultrigaria und Tauboga und sonst was gibt's hier gar nicht. Na gut, bis auf das da, was da jetzt gleich kommt. Das dürfte ich rein theoretisch sogar fangen. Ich mach mal einen Kompromiss, ich fang's, wenn's den Spukball überlebt. Der Pedobär 2.0. Aber ich glaube nicht, dass der einem Spukball überlebt. Ich bin 14 Level über dem. Die physische Def ist seine schwächere. Und
und ich hätte eh kein Hypno gewollt. Ich habe sowieso schon ein Traumato.